So, nach der Inbetriebnahme des Speedport Hybrid Routers möchten wir diesen natürlich einem Praxistest unterziehen. Wir haben an diesem Standort lediglich eine DSL 2000 Verbindung, also einen recht langsamen DSL Anschluss, und das ist natürlich ideal für Magenta zu Hause Hybrid und den LTE Datenturbo. Und ob der funktioniert, schauen wir jetzt mal mit unserem Speedtest. Wie wir sehen, steigt die Geschwindigkeit hier auf über 40 Mbit, also schon deutlich mehr, als ich mit der reinen DSL-Verbindung erreichen würde. Wenn ich den Router anders positioniere, möglicherweise in der Nähe eines Fensters oder auch eine Außenantenne verwende, dann kann ich möglicherweise noch bessere Werte erreichen. Beim Upstream ist der Unterschied natürlich noch größer. Per DSL bekomme ich hier nur ein halbes Mbit. Und dank des LTE-Datenturbos geht hier der Upstream in Richtung von 30 Mbit, 29 Mbit. Als Upstream ein hervorragender Wert und ein schönes Ergebnis für den LTE-Datenturbo mit dem Speedport Hybrid-Router. Wie man hier am Speedport Hybrid sieht, leuchten die LED für die LTE-Funkversorgung nicht mehr. Ich habe hier einfach mal einen Ausfall des LTE simuliert, indem ich die SIM-Karte entfernt habe. Das passiert natürlich eigentlich nicht, aber ich möchte auch den Vergleich zeigen zum reinen DSL-Anschluss an diesem Standort und mache dafür mal einen Speedtest. Aber für Kunden, die Bedenken haben, was ist, wenn das LTE ausfällt, standardmäßig läuft natürlich der Datenverkehr übers DSL und bei Bedarf wird der LTE-Datenturbo hinzugeschaltet. So, hier habe ich eben nur etwa 2 Mbit, also eben DSL 2000, wenn mein Hybrid-Router das LTE nicht hinzuschalten kann. Und eben auch nur etwa ein halbes Mbit im Upstream. Und sein volles Potenzial entfaltet der Speedport Hybrid natürlich dann, wenn ich die SIM-Karte einlege und der LTE-Datenturbo dafür sorgt, dass die DSL-Geschwindigkeit und die LTE-Geschwindigkeit gebündelt genutzt werden können. Ich möchte nun für den Fall des Falles einmal einen Ausfall des Festnetzanschlusses simulieren beim Speedport Hybrid Router. Ideal natürlich auch für Büroumgebungen, wenn Sie eben sicher gehen möchten, jederzeit Internetverbindung zu haben. Das ist ja gerade der Vorteil der Bündelung von DSL und LTE mit dem Speedport Hybrid. Und hierzu ziehe ich auf der Rückseite einfach mal das DSL-Kabel raus. Damit funktioniert natürlich die Telefonie nicht mehr, die ja über den IP-Anschluss übers DSL läuft. Aber das Internet rein über LTE funktioniert weiterhin, und hierfür mache ich jetzt mal einen Speedtest, um das zu beweisen. Also ich sehe hier, ich habe fast 70 Mbit über die DSL, über die LTE-Verbindung, ohne dass eben das DSL da wäre. Also ich könnte weiterhin meine E-Mails senden oder auch Videostreaming machen. Und sobald der DSL-Festnetzanschluss wieder da ist, kann ich dann auch natürlich wieder telefonieren. Auch der Upstream natürlich mit fast 30 Mbit hervorragend. Also der LTE-Datenturbo macht sich an diesem Standort bezahlt.